Willkommen zurück zu Lords of the Fallen hier im Koop Let's Play. Und bevor wir hier weitergehen, gibt es hier noch eine Erinnerungssequenz, die wir auslösen können. Aber dazu muss ich ins Umbral. So, schauen wir mal, was sie hier zu sagen hat. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. So, jetzt habe ich hier irgendwie ein Andenken an Pietra bekommen und ein bisschen Umbra-Punkte. Ja. Ich glaube, hier müsste auch irgendwie ein Rück... Ah genau, hier ist ein Rückholpunkt. Gehen wir mal erstmal wieder raus. Mit den paar Erfahrungspunkten, die ich dabei habe, ich will nicht riskieren zu sterben und die dann zu verlieren. Immer so der Klassiker. Bosskampf gemacht und dann doch irgendwie zu weit vorwagen. Ja. Und die Punkte aus dem Bosskampf verlieren. Du bist jetzt nach unten gegangen, ne? Ach ja, schon wieder. Nee, kein Problem. Ich war noch kurz nach oben, um die eine Truhe da irgendwie noch zu finden. Mhm. Aber auch hier dieser Gang, also jetzt in der Sequenz, das sieht auch wieder so gut aus. Jo. Da ist der Hut-Heini. Welcome, Dark Crusader. Ich hole noch schnell den Inhalt der Tour. Einen Zauber bekommen, heiligen Zauber. Und dann komme ich runter und dann schauen wir uns mal die Brücke an. Auf die Brücke. So, hier. Oh, guck mal hier, das hatten wir auch noch nicht. Rückkehr zum Host in 4, 3, 2. Wenn ich mich also zu weit von dir entferne, werde ich wieder zu dir teleportiert. Ah, okay, ich sehe dich da drüben sogar noch rumrennen. Aber vielleicht bin ich jetzt auch nah genug an dich rangekommen. Ja, jetzt geht's wieder. Aber gerade wäre ich zu dir teleportiert worden. Also kannst quasi dich nicht völlig frei in der Welt dann bewegen? Mhm. Ey, allein der Kerzenhalter ist der absolute Wahnsinn, was da an Details drin steckt. Ja, auf jeden Fall. Das hast du hier aber überall. Ey. Also. Und die Taschenlampe wirft Schatten. Vorbildlich. Oder? Eben sah es zumindest so aus. Doch, ja, macht sie. Ganz wichtig. 10 Punkte plus. Also sie wirft keinen Schatten, wenn man sie nur so als Lampe am Dings hat, am Gürtel. Aber wenn man sie hochhebt, dann macht sie es. So, die Tür kann von der Seite nicht geöffnet werden. Ja, das ist halt diese Art von Gemäuer, sind genau diese Art von Gemäuer, die ich halt in einem Soulspiel haben will, ne? Also genau ja. dieses Fantasy-Setting. So, dann sprechen wir mal mit dir. I had no doubt in my assessment of you. As one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, we stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these 5 beacons you must turn your eye. Use the umbral lamp to cleanse them of Adir's destructive influence and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Rogar and though Aureus' mercy... Achso, das ist ein Standardsatz.
Also wir sollen diese fünf leuchtenden Säulen mit unserer Umbra-Lampe cleansen. Es gibt die Roga, die man ja auch schon aus dem Vorgängerspiel kennt, also diese Monster. Und es gibt halt dieser korrumpierte Heilige Ordner. Und wir selber sind die dunklen Kreuzritter. Und bei ihm kann man was kaufen. Aber ich glaube, nichts davon brauche ich tatsächlich. Obwohl, was hat er hier? Hat hier Dolche, die ein bisschen besser sind als meine und mitskalieren. Aber ich tippe mal, ich finde da bestimmt was Besseres. Hier hätten wir einen Katalyst für Strahlenmagie. Es gibt drei Magiearten. Strahlen, Inferno und Umbral. Und verschiedene Sachen, mit denen man das wirken kann. Und jede Menge Rüstungssachen, aber ich neige nicht dazu, mir solche Sachen zu kaufen. Heilt durch Strahlen, nee, das nehme ich jetzt auch noch nicht. Was ich ganz cool finde, ist, dass man gleich Sachen verkaufen kann. Also, das ist ja manchmal bei den anderen Spielen, dauert es ja teilweise manchmal ewig, bis man Items verkaufen darf. Und hier kannst du das halt sofort Items verkaufen. Ja. Das finde ich total angenehm. Aber du hast hier keine Items, wie so oft so bei Sword-Spielen so, hier sag mal schnell, so Seelenrückstände oder so, die du dann poppen kannst. So, wenn dir noch so ein bisschen fehlt für ein Level-Up oder sowas. Weißt du, was ich meine? Doch, das gibt's auch. Das gibt's auch. Das sind auch. So eine Schädel, sind das. Die findet man nicht so oft. Die sind hier deutlich seltener. Ah, okay. Aber das gibt's auch. Ich spreche mal mit Beatra. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pietà of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood, contained within the sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Also sie kann halt unser Heil-Item hier verbessern. Und bei ihr kann man auch die, ich glaube, da braucht man ein spezielles Item für, kann man auch die Erfahrungspunkte-Verteilung zurücksetzen. Ah, okay. Das geht, glaube ich, bei ihr irgendwie später. Ich finde, ich habe auch irgendwie mehr Lust auf ein Dex-Bild, muss ich sagen. Nachdem ich jetzt schon länger ein Stärke-Bild gespielt habe. Aber irgendwie die ganzen letzten Souls-Spiele, die haben mich alle so auf Agilität gepolt. Kann nicht mehr diese Panzer spielen. Ist auch meistens mein Way to go. Kurioserweise ausgerechnet bei Lies of P war es jetzt umgedreht, was ja eigentlich eher so ein Geschwindigkeitsspiel ist. Ja. Da war ich relativ stark auf schwere Waffen gegangen, weil ich fand, dass die Standardwaffen... Dass ich zu lang an den Gegnern mich abarbeiten musste zum Teil, sodass ich am Ende dann sehr in Richtung schwerer Waffen gegangen bin und dann nur bei bestimmten Bossgegnern eher ein bisschen mehr in Richtung, auch mal umgeskillt habe, in Richtung Geschwindigkeit, weil das teilweise so anders sich dann spielt. So, jetzt habe ich hier drüben noch einen Heini. So the Exactors found himself a new instrument. As Exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a Dark Crusader's work. I'm Stoneman, captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further.
Or perhaps not. In Radiance, Judgment. So, bei ihm kann ich Mana-Steine und Brio-Steine kaufen zum Heilen. Und hier diese Spiegel, mit denen ich quasi vor Invasionen sicher bin. Und Munition. Munitionstaschen können manchmal auch echt nützlich sein. Und bei ihm ist lustigerweise, bei ihm kann man die Waffen von den anderen Startklassen kaufen. Also sowas wie jetzt hier zum Beispiel das Schwert eines heiligen Ritters, also deine Startwaffe oder auch dein Startschwert, hier das Schild eines heiligen Ritters, das könnte ich bei dem alles kaufen, auch sowas wie eine Lanze und sowas. Und ich glaube zum Teil auch die Rüstungssets von den anderen Leuten. Okay. Und ich kann einen Ring bei ihm kaufen, der die Vitalitäts- und Beständigkeitsattribute hochtreibt. Und ich kann einen Pilgersitzschlüssel kaufen für 9500. So viel habe ich jetzt erstmal noch nicht, aber das ist immer eins der wichtigsten Sachen, so dieses Schlüssel kaufen. Wenn es irgendwo einen Schlüssel zu kaufen gibt, unbedingt kaufen. Ja. Weil das stimmt. Das ist schon nochmal wichtig. Den habe ich mir auch gekauft. Da habe ich auch drauf gespart. Aber der öffnet eine Tür, da kam ich noch nicht weit. So, hier steht nochmal einer. Look at you, a dark crusader, a lamp bearer, and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Best watch your step out there. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Best watch your step out. Mornstead is a land. Standardsatz. Dann ist hier unten noch einer. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, strange times. But in the end, there's right and there's wrong, and that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. Es ist so geil, dass man halt bei den Leuten jetzt sich auch mal die Rüstung in Ruhe anschauen kann, weil bei den Gegnern, he's never steered me wrong, much as he might think otherwise. Die Rüstungen sehen schon gut aus, ne? Die sind auch cool animiert, weil zum Beispiel diese Schulterpartien, diese großen Dinger, die nochmal so extra drüber sind, die sind halt, die bewegen sich auch nochmal vom Rest getrennt, ne? Ja, stimmt. Das ist echt cool gemacht. Hier, was kann ich bei ihr? Beim Schrein, da kann ich dann Farben kaufen später, um meine Sachen einzufärben. Genau. Aber da muss ich, glaube ich, PvP spielen, um da Punkte zu kriegen. Oder Koop, weil ich habe nämlich die Münzen. Ah, okay, verstehe. Ja, ich habe nämlich auch 15 gerade gehabt, aber ich wusste nicht, woher. Wahrscheinlich, weil wir zusammen den Boss gekillt haben, würde ich mal sagen. Das kann sein, ja. Oder ich habe es ja, als ich bei Christian mitgespielt habe. Oder so. Obwohl, das ist ja ein neuer Charakter. Stimmt, das war ein anderer Charakter. Ja, hast recht. Ey, das ist auch, sie arbeiten so schön mit volumetrischem Licht hier hinten, bei dem, wo das so rot ist. Das ist so cool. Also so viele Details in dem Level. Wahnsinn. Ist das hier übrigens, ist das die Tür, die wieder zu dieser Rückweg ist? Wo bist du gerade? Ja, ich bin noch in den Quartieren von diesen heiligen Rittern. Ach, hier, warte mal. Ja, genau. Ja. Hier kommt man nämlich dann wieder dahin, wo man nie wieder hin muss. Also glaube ich zumindest, wenn ich da nichts übersehen habe, aber. Ich mag das trotzdem. Immer eine Tür öffnen und dann sehen, ach, hier bin ich. Super. Ah, Venedig. So, jetzt haben wir da hinten den letzten, mit dem wir reden müssen und danach. Nee, vorletzten, mit dem wir reden müssen und danach ist endlich wieder Action angesagt. So. Also die Panoramablicke, das ist so geil. Jo. Und vor allem, dass man auch wirklich weit die Gebiete sieht, also wo man hingeht. Also sowohl da unten in der Tiefe als auch da drüben, dieses ganze Gelände. Wenn ich jetzt zum Beispiel also rüber wechsle, dann sehe ich ja jetzt schon was an. Oder warte mal, sehe ich jetzt hier. Genau, jetzt sehe ich jetzt schon dieses riesen Maul, was da unten ist. Die Sichtweise ist nicht so ganz hoch, aber ich sehe halt diese ganzen Figuren, die da rumlaufen. Und vor allem das Auge am Himmel. Das ist auch so fies. Ja, das stimmt. Aber ich sehe jetzt erst, dass meine Augen leuchten. Ich habe noch nie gesehen, dass meine Augen leuchten. Ja, wenn der im Umbral ist.
Das habe ich nie gesehen, weil ich immer irgendwas, irgendwie einen Helm oder so auf hatte, dass ich das nicht erkennen konnte. Weil ich hole uns wieder zurück ins normale. Ach so, ah ja. Ich glaube, es gibt keine Option, dass man den Helm nicht angezeigt bekommt. Was ja manchmal heutzutage so ein bisschen so eine Standardfunktion ist, dass du den zwar hast, aber nicht angezeigt bekommst. Und ich fände noch eine Transmog-Funktion ganz cool, weil es gibt echt hübsche Rüstungen, es gibt auch aber echt ein paar hässliche. Ja, ich muss sagen, ich bin, ach so, hier redet er eben mit dem. Ich rede erstmal schon mit ihm, dann können wir. Genau. That's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstadt about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Andanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp, and let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. My offer stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? Der Typ hier, der hier oben an der Klippe seine Geschichte erzählt, ne, und erzählt von wegen, dass er der Nachfolger von diesem Held ist und so, dass die Geschichte ist halt genau andersrum, ne? Also der vermeintliche Verbrecher war halt eigentlich der Held aus dem ersten Lords of the Fallen, und dieser war, glaube ich, am Ende einer von den Bösen eher zum Vorgängerspiel. Das weißt du natürlich auch nur, wenn man das Vorgängerspiel halt aber kennt. Auch, ne? Geil, ja. Careful, if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam. But if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. It's a harsh wind that blows in Mornstadt, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. Achso, das war's. Warte mal, jetzt habe ich von ihm einen Stick bekommen. Wenn wir kurz die Werte anschauen. Der ist deutlich schwerer, wenn ich den anlege, nämlich nicht mehr leicht. Also da bleibe ich jetzt erstmal bei meinen zwei Dolchen. Ich versuche jetzt mal einen leichten Charakter zu spielen. Ja. Und runter. Dieses hier an diesen Felskanten entlang sich arbeiten. Das erinnert mich auch total an Demon's Souls, diese eine Region. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Nee, was wollten wir gerade noch vorher noch sagen? Wo waren wir stehen? Boah. Ich weiß es noch nicht mehr. Ich hab's vergessen. Das ist, glaube ich, mit einer der diesem Hub, die Stelle, wo du mit am meisten redest, im Spiel. Ist das dann auch irgendwie. Oh, shit. Tatsächlich so ein bisschen Exposition bekommst.
Kurzfassung, Adir aufhalten oder verhindern, dass Adir wieder erweckt wird, Monster besiegen, fertig. So. Den Rest lesen Sie in Item-Beschreibungen. Genre-typisch. Aber es ist echt, es lohnt sich überall irgendwie mal so lang zu rollen und irgendwie in die Ecken zu gucken. Wie viel da doch überall immer noch ist, das ist so krass. Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier auf dem Pilgerweg, boah, da kann man so viel Kram. Oh, wir wurden für ein Blutritual bestimmt. Ja, ich weiß. Jetzt kommt jemand anders rein. PvP. Ah ja. Ach krass. Oh, das hatte ich auch noch. Wow, shit. Ich wurde zu dir teleportiert. Ist der schon bei dir, oder? Ich sehe ihn noch nicht. Das Blöde ist, dass diese zwei Fernkämpfer hier irgendwo sind. Ach, da oben. Und ich will ungern meinen Seelenschinder jetzt schon an denen verschwenden, falls nachher der Typ... Ach, guck mal, man kann hier nicht weiter, ja. Warte mal, aber man hat doch hier so... Kann man nicht mit den Steinen die abwerfen? Fallen die dann vielleicht runter? Nee. Vorsicht. Die Frage ist, von wo der kommt. Also hier in die Halle geht's auch... Ah, guck mal, hier ist dann auch schon die Grenze von dem Gebiet. Ich kann jetzt auch nicht den Speicherpunkt benutzen. Ja. Ah, da ist... Ich glaube, da ist er. Oh, was? Oh Gott, Alter. Was hat er denn dafür? Ach, das ist doch wieder so ein PvP-Arzt mit seinen... Wie in Dark Souls, immer die mit solchen Waffen, die sind immer gefährlich. Aber ich konnte ihn gerade zumindest umschmeißen mit dem Angriff. Oh, scheiße, der heilt sich natürlich einfach mal voll. Oh, der ist aber fast gestaggert. Ja, mich hat er in die Umbral geschickt. Ich weiß nicht, ob der Kampf damit vorbei ist, nee, ist er nicht. Boah, mich hat er erwischt. Das ist keine Chance. Das war's. Ein Schlag und ich war weg. Die Schwerter sind aber auch übel, ey. Das war's. Keine Chance. Fuck. Ja, dafür sind wir auch ein bisschen zu schwächlich. Aber er ist auch ein bisschen rumgezuckelt. Also, Du bewegst dich eigentlich relativ sauber bei mir mit. Aber ja. Er ist ein bisschen mehr rumgezuckelt. So, ich will meine schönen Punkte zurückhaben. Ey, ich habe meine Seelen sogar noch. Echt? Ach, cool. Okay. Okay, das ist ja interessant. Du auch, ne? Nee, ich muss meine wieder einsammeln. Ach so. Also bei mir ist jetzt 0. Ach, krass. Also ich verliere anscheinend also keine Seelen. Dann muss ich gleich mal, falls wir irgendwie mal bei NPCs normal sterben, achte ich mal drauf, ob das auch da der Fall ist. Vielleicht ist das, weil, na gut, ich kann dich ja immer wiederbeleben. Also es muss ja, im Grunde genommen muss ich es ja sein, der für den Tod verantwortlich ist, weil nur ich ja so richtig sterben kann. Ja. Und vielleicht wird dann deshalb nur ich bestraft. Weil du ja theoretisch eigentlich immer wieder zurückkommen kannst. Ja. Und nur wenn ich dann tatsächlich den Löffel abgebe, dann ist quasi unser gemeinsamer Spieldurchlauf ja, vorbei. Genau. Frage ist, wer hat jetzt hier meine Punkte? Das stimmt, ja. Hat überhaupt jemand meine Punkte, oder? Ja, da weiß ich. Noch leuchtet hier nichts. Ich weiß auch, dass ich in diesen Spielen zu Lebenspunkte, also ich benutze zu selten dann doch Gesundheits-Items, weil ich immer denke, ah nee, komm, ein bisschen weiter gehe ich noch. Und fast immer ist es ein Fehler. Eisenpunkte. Es dauert in dem Spiel übrigens, finde ich, erstaunlich lange, die einzusammeln. Also du kannst nicht einfach rüberrollen, sondern du musst diese Animation für die Lampe machen. Das stimmt. Vorher klappt das nicht. Warte mal, kann ich den runterziehen? Ich hole den runter. Zack. Das ist einfach so ein Gold-Move, dieser Seelenschinder-Move. Auf jeden Fall. Irre geiles Ding. Also,
Da haben sie sich echt was Nettes ausgedacht. So, jetzt ist sie... Ah, warte mal, ich kann einmal aufleveln. Das nehmen wir mit. Die Frage ist, gehen wir einmal den Weg unten lang? Ich kann hier auch noch eine Erinnerung auslesen. Also quasi einmal an der Klippe entlang und machen uns hinten die Wege auf. Oder gehen wir den Hauptweg weiter? Das überlasse ich dir. Wie du magst. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal die Klippe. Aber erstmal mal die Erinnerung, ja? Ja, genau. Oh, hallowed Sentinels. Most blessed representatives of the Holy Judge Cleric. My soul soars to see Eljek's home, Pilgrim. And on your feet, you are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is, for our Immaculate Lady's light will lay bare the truth. And in radiance, there is judgment. So vom Setting her echt viel auch Ähnlichkeit mit Blasphemous, mit diesen ganzen religiösen Tönen. Mm. So. Selbst teilweise bei den Waffen und den Designs von Rüstungselementen. Du hast ja sogar so ein, hast du nicht sogar so ein mit so einem Spiken besetzten, besetzte Rüstung? Oder? Oder hast du so ein Schwert mit so... Bei dem Schwert davon ist das der Fall, ja. So Rosenkranz rumgewickelt mäßig, so aus Stahl. Hier ist auch irgendwas drum gewickelt auf jeden Fall. Ja, warte mal, dann hole ich uns zurück. Ach ja. Weil, ja. Wenn wir abstürzen, haben wir wenigstens dann noch ein Zusatzleben. Oh ja. Bevor wir das auch verlieren. Ich schalte erstmal den Fernkämpfer aus. Was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass der, also ich hätte immer gedacht, dass der angerannt Angriff eigentlich stärker ist als Standardangriff. Ist er tatsächlich nicht. Der erste Schlag ist schwächer als ein Standardangriff. Aber was der auslöst, ist zumindest mit kleinen Waffen, dass du mehr schnelle Schläge hintereinander reinhauen kannst. Wiederum ist er dann, lohnt er sich dann doch. Du bist schon runter, oder? Mhm. Warte, ich komme. Ach, den hast du auch schon erwischt. Aber durch die Tür hier kommen wir noch nicht durch, ne? Nee. Welche kann Tür? Von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ja, echt? Hier ist eine Tür? Mhm, hier hinten. Ah, jo. Da geht's noch nicht weiter. Oh, hinter. Oh Gott, ey. Also dieses Leute runterkicken wollen, das ist so verlockend, aber auch so gefährlich. Ja. Und beim Springen, diese lange Rolle, die er dann manchmal danach noch macht, das ist auch so ein typischer und jetzt plötzlich ab in die Tiefe, wo du schon gedacht hast, oh cool, bist cool gelandet. Nee. Warte mal. Eins zu weit. Willst du? Kick ihn. Nee, kick ihn ruhig. Okay. Er steht so verlockend. Boing. Super. Oh Gott. Eieiei. Komm. Oh. Du kannst übrigens dieses Abrollen verhindern, indem du, wenn du springst, nicht nochmal die Sprungtaste drückst, sondern wirklich alles loslässt in dem Moment, wo du landest, dann bleibt er tatsächlich da stehen. Also können wir nachher mal habe ich eben gerade ausprobiert, können wir nachher mal auf einer sicheren Fläche mal ausprobieren, aber dann bleibt er wirklich punktlandungsmäßig stehen und bewegt sich nicht mehr weiter. Was muss ich dafür drücken? Ich glaube gar nichts. Also ich muss gleich nochmal nachgucken, was es genau ist, aber ich glaube gar nichts. Weil er hat sich tatsächlich eben gerade einfach hingestellt. Ach so. Ja, sehr gut kaputt gemacht hier, die Dinger.
Nein, 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 nein! Oh, fuck. Oh, ey. Er hat mich runtergeschubst. Aber ich habe ja noch einen Leben habe ich ja noch. Hast du ihn runtergeschubst? Ja, ich hab ihn gekillt. Oh, shit. Grundsätzlich finde ich das aber mit dem Energie wieder zurückbekommen, also mit diesem grauen Lebensbalken, das finde ich auch eigentlich eine super coole, coole Funktion. Mhm. Also das immer, es geht alles immer in dieses Risk-Reward-System rein. Und das finde ich grundsätzlich gut, wenn man sich das durchs ganze Gameplay zieht, weil es dann immer so eine kleine Motivation gibt, riskiere ich es jetzt doch, mache ich doch einen Schritt weiter oder bin ich dann doch eher vorsichtig? Und auch ja, so voll, dieses ja. zweite Chance nochmal zu haben, ist einfach. Das ist ein cooler psychologischer Effekt einfach. Das macht einfach Spaß. Die Sache doch nochmal rumreißen zu können. Mhm. Was ist denn, jetzt haben wir oben bei der. Wenn wir hier das nächste Mal langkommen, müssen wir nochmal gucken, weil da die große Statue im Umbral. Die Dinger oben verbindet, die, warte, ich hole uns mal zurück, da können wir auch noch rüberlaufen, das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Die große Statue? Da, wo das, wo dieser eine Kämpfer steht, den wir runterziehen müssen, da kann man ja auch hin, wo er ist, aber du kannst ja nur im Umbral hin. Das zeige ich dir gleich. Damn, da war ich, glaube ich, dann auch noch nicht. So, hier haben wir eine Tür, aber ich glaube, die können wir nicht machen. Die gleich. Ah, da brauchen wir diesen Himmelsrast. Schlüssel. Genau. Ich glaube, hier ist noch eine Erinnerung. Ja, aber ich gehe noch nicht rein ins Umbral, weil... Ah, stimmt. Ja, weil wir müssen nämlich hier mit der Laterne uns runterfallen lassen. Das ist nämlich auch cool gemacht, ne? Dass sie hier so gucken muss. Weil wenn du nämlich direkt ins Umbral gehst, kannst du dann nämlich nicht mehr runterfallen. Genau. Ja, das ist, also sie holen aus dieser Idee echt einfach viel raus. Das ist wirklich cool gemacht. Oh, Vorsicht, hier kommen sie aus den Wänden raus hinter uns. Oh, ey. So, erstmal noch hier die Leiter hoch, oder? Ja. Genau, da liegt, glaube ich, noch ein Item. Ah, shit, hier ist eine von diesen Motten. Die hasse ich. Oh, die sind böse, das stimmt. Aber die greifen sich an, oder? Doch, die haben drei unterschiedliche Angriffsvarianten. Die spucken diese Viecher aus, die haben so ein Heranziehen und einen Greifen-Move. Ah, die haben sogar vier. Ah, shit. Shit, nee, Moment, ich bin hier im Umbral. Oh, fuck, ich bin gestorben. Nein! Oh nein! Oh nein, shit! Das heißt, wir sind wieder zurück. Oh Mist! Da hab ich mir gedacht, dass wir unbar sind. Sonst wäre ich vorsichtiger gewesen. Ah, scheiße! Das habe ich nicht gedacht. Ich hab total vergessen. Fuck. Ah, bin ich aber. Hier habe ich auch das ein oder andere Mal den Löffel abgegeben. Aber dann kann ich dir kurz noch zeigen, was ich meinte mit dem. Ja, sehr gerne. Weil ich glaube, das habe ich nämlich hier nicht gemacht. Muss ich nochmal zurück. So, wenn wir jetzt, hier hochgehen. Hatten wir doch schon von der anderen Seite hatten wir doch schon gesehen, dass hier so eine Riesenfigur steht. Oh shit, Vorsicht. Hier ist Fernkämpfer und Nahkämpfer. Gehst du auf den Nahkämpfer? Ja, genau. So, da. Wenn wir jetzt umsteigen ins Umbral. So, genau, jetzt ist hier dieses Riesenviech. Dieses Riesen. Warte. Ja, wie kommt man da drauf? Hier ist der Sprung, oder? Oh Gott, nee, das ist nicht der hier. Hier, guck mal, wir können uns hier runterfallen, das müssen wir nur genau zielen. Oh.
Das hab ich gar nicht. Ach, guck mal, das ist so cool, ey. Da. Hier gibt's bestimmt auch echt viele Ecken, die man echt verrafft, weil man hier so viel machen kann mit diesem Hin- und Her-Swappen. Ja, es ist echt, dass sie halt einfach zwei Welten haben. Das ist so cool. Das ist echt mega cool. Dass sie da auch so viel rausholen. Oh, da hinten liegt sogar noch was. Ich sehe was. Ah, du bist schon oben, ne? Ja. Jo. Boah, eine Motte. Ganz viele sogar. Oh, nee. Ah. Lass dich mal bei der Motte ein bisschen vor, weil wenn ich sterbe, sind wir hier wieder erledigt. Ja. So, komm. Oh, ich glaube, oh, du hast sie runtergekickt, ne? Jo. Auch geil, obwohl sie fliegen kann. Vielleicht habe ich einen Flügel abgehakt. Geht, glaube ich, lustigerweise bei Dings auch, bei, wie heißt es hier, Wolong von Dynasty, da kann man auch teilweise Viecher, die eigentlich fliegen, in Abgrund locken. Und dann stürzen sie halt einfach runter. Also, hä, ihr habt doch Flügel, was ist denn hier los? Geil. Schild des farblosen Auges habe ich gefunden. Oh, okay. Ja, mal gucken, was das kann. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht auf Schild gehe. Ja. Moment. Hier unten lag noch ne, hier, schau mal. Hier hatte ich was. Hey, Moment mal, wie komme ich denn da hin? Ah, Moment. Was? Ich hatte hier noch ein Item gefunden, wo ich nicht gesehen habe, wie ich da hinkomme. Aber muss ich mich hier runterfallen lassen und dann hier rauf. Das ist halt echt ein bisschen schade, dass du die nicht, nicht hast. Ja. Was war da für ein Item? Das waren jetzt zwei kleine Dings-Items, zwei kleine Crafting-Items, also diese kleinen Steine für die ersten. Was? 3-4 Stufen oder so. Ja. Also ich glaube, insgesamt kann man sie auf 10 Stufen hochbringen, die Waffen. Und du kannst, glaube ich, auch später bei den Shops, je weiter du vorwärts kommst, glaube ich, schaltest du immer mehr Steine, die du kaufen kannst, frei. Also anfangs kannst du quasi nur die ganz einfachen Crafting-Ressourcen kaufen. Und später dann aber auch, ich glaube nicht die allerwertvollste, aber zumindest bis zur eine Stufe davor. Ja, das ist auch schon mal gut. So, ein bisschen Ausdauer habe ich mir noch gegeben. Dieser Spezialangriff bei mir, das ist eigentlich relativ nützlich noch momentan. Mhm. Er blockiert meinen Charakter zwar eine ganze Weile, aber im Ganzen bringt er schon was. Okay, ich würde sagen, noch einmal versuchen, nur unten lang zu kommen. Ja. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann den normalen Weg weiter. Na, wir kriegen das hin. Das ist ja eigentlich eine Sackgasse. Das kriegen wir schon hin. Weil wenn wir das da hinten haben, dann sind wir hier in der. Da wollte ich schon richtig asozial sein. Ah, du bist runtergefallen? Ja. Der hat mich da runtergeschubst. Ach, ey. Ja, das macht man noch so ungeduldig herrennen. Jetzt hat mich sowohl der Fernkämpfer. Das finde ich übrigens geil mit dieser Druckwelle. Ja, du hast beide damit runter. Aber der letzten nicht. So, jetzt wird das Springen spannend. Keine Fehler. Ja, was ich sagen wollte ist, das ist alles da eine Sackgasse. Also wenn wir das da abgeschlossen haben, dann sind wir hier fertig erstmal. Das ist ganz cool. Übrigens, wenn du willst, dass er nach dem Sprung stehen bleibt, einfach nicht mehr vorwärts drücken, wenn du landest. Ah, nicht mehr? Ah, okay. Genau, dann macht er keine Bewegung oder Rolle oder so mehr. Ach jo, stimmt. Probier mal hin. Ja. Oh Mann. Nein! Ach! Ja, jetzt habe ich
Ich habe noch gesehen, wie du runtergefallen bist. Aber ich konnte dich hier zurück. Kann ich sogar auf dieser beweglichen Plattform zurücknehmen? Ach, super. Ja, warte mal, dann probiere ich es direkt nochmal. So, jetzt aber. Ja, das ist, du wirst manchmal ganz schön zurückgehauen, wenn du gegen die Wand schlägst, ne? Mhm. Deshalb macht es beim Schwert, auch wenn es gar nicht unbedingt mehr Schaden macht, tatsächlich Sinn, den schweren Angriff auch mal zu benutzen. Genau, das, ja. Selbst bei den zwei Dolchen habe ich dann noch ein anderes Moveset, wenn ich die schweren Angriffe nehme. Also nicht den aufgeladenen schweren Angriff, sondern den normalen schweren Angriff. Dann habe ich auch eher einen nach vorne konzentrierter Schlag statt dieser Rundumschlag. Du hast da runtergekickt. Jo. Oh, wirklich. Als Rache. Der hat mich nämlich auch genau da runtergekickt in meinem Place. Through. Das hat sich mal so lange nicht. Ich habe eigentlich auch nur dieses Gebiet gespielt bisher. Also. Aber auch so das klassische, irgendwo hinter der Ecke steht er dann ja. Und schubst einen so runter, so dieses das erste Mal da langkommen oder irgendwo der andere Klassiker, irgendwo ein Felsen, der irgendwo lang rollt, kommst irgendwie um die Ecke und plötzlich rollt da so ein Felsen runter. Da denkst du, also, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Da gibt's einen richtig lustigen Dungeon in Destiny 2. Also, Destiny? Ja, das ist ein richtiger Troll-Dungeon. Da sind überall Fallen, der geht dir einfach nur auf den Sack, der Dungeon. Aber es ist so gemacht, dass es lustig ist. Ey, aber das ist, ey, wirklich, du gehst durch den Gang, dann überrollt dich eine Kugel, dann gehst du in den falschen, dann kommen Spikes aus dem Boden. Und die ganze Zeit, da kriegst du richtig einen am Rappel. Aber es ist echt richtig lustig. Aber ist das irgendwie Teil von einem Raid oder ist das ein normaler Dungeon? Nee, das ist ein richtiger, also das ist ein, das ist von diesem Anniversary Pack, weiß ich noch. Da hattest du dann ein Dungeon drin. Och, und so Events. Irgendwie so komische Events, wo du dann in so einem Schatztruhenraum dir so Schätze aussuchen darfst. Und ich glaube, da war der Teil von dieser Dungeon, weil da kriegt man nämlich einen richtig kranken Raketenwerfer her, deswegen haben wir uns den zugelegt. So, warte mal, wir müssen zurück, ne? Genau. Sonst geht es mit dem Runterfallen nicht. Aber selbst hier diese Masken an dem Springbrunnen, also wie viel einfach da an selbst in den kleinsten Ecken an Details drin ist. Sowieso diese ganze Fantasy-Mittelalter-Architektur mit diesen ganzen kleinen geschwungenen Bögen und sowas. Das ist so schön anzuschauen. Aber ich bin nicht sicher, aber ich glaube, sie nutzen nicht Nanite, weil ich sehe schon immer noch Objekt-Pop-In. Ja, das habe ich auch. Ich auf jeden Fall. Das ist ja bei Remnant 2 ist es ja eben nicht, ne? Nee, da war eigentlich alles okay. So, Vorsicht, jetzt kommen sie hier wieder aus den Wänden raus. Kann man die jetzt schon? Schön Lebenspunkte zurückholen. So. Hast du das Item da oben aufgesammelt gerade? Nee, ich bin nicht weit genug gekommen. Also, shit. Kletter mal hoch, aber ich krieg dich mal an die Motte ran. Ja, ich mach. Also ich versuche dir schnell hinterher zu kommen. Weil so habe ich das nämlich auch gemacht, weil ich bin hier auch einmal gestorben. Beim zweiten Mal bin ich einfach zum Item durch. Ich bin wieder abgehauen. Ah, ich kann auf jeden Fall meine Punkte erstmal zurückholen. Vorsicht, Druckwelle. Ja. Das Item Schwert des blutroten Rektors. Das ist, glaube ich, das könnte sogar ein Großschwert, glaube ich. Sein. Ich glaube, das ist das, was ich gerade spiele. Ja, das kann sein. Hm. Ha, sehr gut. So. Ja, nice. Das war doch gut.
So, das hier schon mal. Und jetzt wird's, glaube ich, gefährlich, weil... Ja, genau. Versuch mal, das Teil hier so schnell wie möglich... kann ich das auch? Naja, das musst du machen. Ja, jetzt kommen nämlich die, die in den Boden, Boden verstecken. Boah, die sind einfach so wegrennen. Ja, ja, also ich bin da auch weggerannt, weil das war mir zu krass. Aber ich kann hier die Tür öffnen. Jo, dann hast du nämlich die Abkürzung zum, ich glaube, zum Hub. Ist das nämlich das Hub? Boah. Ja. Hier oben sind wir wieder beim Hub. Vielleicht kann ich hier das auch, warte mal, wenn ich jetzt hochrenne, dann müsste ich ja eigentlich das umstellen können. Ah genau, hier sind wir quasi beim Hinterausgang, wo wir wieder mit dem Typen sprechen können. Warte mal, jetzt versuche ich mal, wenn ich uns hier jetzt wieder in die normale Welt zurückhole, dann müssten wir trotzdem unten lang gehen können. Mit der Laterne. Genau, dann müssen wir uns vielleicht wenigstens nicht mit den beiden einig, weil die sind schon echt schwer. Ja. Die halten halt sau Anfang. Viel aus. Und dann noch zwei von denen. Und die haben auch echt fiese Moves, also ist echt nicht so ohne. So, warte mal, dann ruhen wir mal kurz. Ja, aber das ist mir auf jeden Fall jetzt in dem... Also ich habe ja bisher nur das erste Gebiet so richtig gespielt. Das ist mir bisher so ein ganz, ganz kleiner fader Beigeschmack, dass ich finde, dass manche Gegner so ein bisschen deplatziert wirken, weil du hast an manchen Stellen dann auf einmal einen Gegner, der hält so viel aus wie ein Boss, aber er ist keiner. Mhm. Oder manchmal hast du auch zwei davon, aber die wirken dann so komisch, so, weil... alles andere halt viel, viel einfacher ist. So, ne? Und die halten auf einmal super viel aus. Das finde ich ein bisschen komisch manchmal. Seek out and return to me the items which stand as proof of the Hallowed Sentinel's heretical deviations and practices. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus. This land is overflowing with sin. So I expect this undertaking to offer you little difficulty. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. Das ist auch so geil. Der Typ hier ist auch, glaube ich, so ein bisschen zwielichtig irgendwie. Ja, hier mach mal noch einen Auftrag für mich, aber sag mal den anderen davon nichts. Genau. Das hat bestimmt keinen Hintergedanken. Na gut, aber es ist ein guter Punkt, um mal kurz eine Pause zu machen. Da machen wir hier in der nächsten Folge weiter und gucken wir noch, was es unten da noch gibt. Und ansonsten haben wir dann den anderen Weg, wo wir oben weiter können. Genau. Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.